Moin Leute! Ihr habt mich gesagt, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Video. Thema dieses Video wird sein meine Top 5 Dokkan Festival Exclusive TURs, die ich am meisten mag. Hierbei werde ich nicht unterscheiden, wie stark die Units sind oder ja, einfach eine stupide Tierliste, welche Unit besser ist und. Nein, weil ganz klar, man merkt schon, dass hier ein paar Units in der Liste drin sind, die nicht ganz so gut auch sind. Ich glaube eine oder zwei Units, Aber ansonsten, ja, größtenteils zeige ich euch einfach mal die Units, die ich am meisten mag. Das ist persönliche Meinung, das ist einfach nur mein Geschmack. Habe ich bei den Units gut gepullt? Habe ich irgendwie, finde ich das Kader nice? Finde ich die Supertext nice? Ich sage euch ein paar kleine Sachen darüber, wie ich die Units finde und sowas. Und dann würde ich einfach mal sagen, fangen wir an. Am besten mit Platz Nummer 5. Bevor ich anfange mit dem Video, möchte ich natürlich da auch ein großes Shoutout an The Truth DT, The One and Only, sagen. Tatsächlich habe ich die Video-Idee so quasi von ihm, ja, mich inspirieren lassen. Er hat ja eine Top 10 Most Favorite Units gemacht. Ich mache jetzt eine Top 5 Favorite Dokkan Festival Exclusive TURs. Wenn es euch gefällt, mir persönlich hat es sehr gefallen. Hat mich interessiert auch. Und deswegen würde ich das auch gerne machen für euch. Vielleicht ja, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare eure Lieblings-Dokkan Festival Exclusives oder generell ja TURs in die Box schreiben, in die Kommentar-Section. Und dann gehen wir los zu Platz Nummer 5. Kommen wir zu Platz Nummer 5. Und da darf natürlich kein anderer stehen als physisch Petito Blue. Der muss in der Liste für mich persönlich mit drin sein. Es ist einfach der King mitunter. Er war lange Zeit der King, gerade an der Spitze gestanden mit ja seinen 13, 14, 15 Millionen, 16 Millionen APT-Werten, seinen ultra hohen Attack-Stats mit einer, so würde ich mal sagen, soliden Defense, so 150k Defense nach seinen SAs. Viele Leute mögen die Unit nicht. Warum? Weil sie doch ziemlich RNG, RNG heavy ist. Er ist quasi das Standbild für APT. Physisch Petito Blue ist quasi das Standbild dafür. Und für mich persönlich hat er nicht nur unheimlich interessante Passive durch seine Counter, durch seine Additional Super Attacks oder durch seine Damage Reduction gegen Normal Attacks, die sich sehr gut bewähren, meiner Meinung nach. Zusätzlich hat er auch ein ultra geiles Linkset. Over in a Flash, Fused Fighter, Kamehameha, Prepared for Battle, Power Pistol by God, Super Saiyan, Fierce Battle. Es ist einfach ein Linkset wie ein Träumchen. Ich liebe Units, die so ein gutes und ihr wisst, was ich meine. Einfach so eine tolle Bandbreite an Links haben, die mit vielen Units funktionieren. Ich liebe sowas tatsächlich. Links sind für mich meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Ihr könnt die mit sehr vielen Units spielen. Er ist egal mit welcher Unit ziemlich gut, denn er hält sich einfach auch oben mit seinen Counter und Co. Gerade für lange Events, klar, da schwächelt er ein bisschen. Wenn die Units hohe Defense haben, braucht ihr halt Defense-Lowering-Units. Ist nicht bei allen möglich. Oder ihr müsst critten mit ihm. Also Rainbow solltet ihr die Unit schon haben, damit der auch ordentlich scheint. Ich habe ihn Rainbow, ich bin verliebt in die Unit. Warum ist er nur Platz 5 dann, wenn ich so verliebt bin in die Unit? Ja, ist halt ein Vegito, ne? Was willst du machen? Kommen wir zu Platz Nummer 4. Und ich schätze mal, den einen oder anderen wird es tatsächlich überraschen. Ja, Take Full Power Super Saiyan 4 Goku. Es ist einer der Artworks, die ich mitunter am meisten fühle. Ich liebe diesen Drachen im Hintergrund. Diese Präsenz vom Super Saiyan 4 Full Power. Ich weiß nicht, die Unit habe ich einfach gefühlt. Ich habe die Unit so sehr gewollt an Thanksgiving. Und ich war tatsächlich so lucky und konnte sie im First Single pullen. Man merkt schon, die Unit ist ziemlich gealtert. Cost immense Damage, Massive Lowers Defense. Seine Super Attack ist nichts mehr Besonderes. Sein Passive Skill ist absolut outdated, indem er keine Defense Start of Turn hat. Und quasi nur die Defense bekommt, desto mehr Leben er hat. Merkt man doch auch schon bei einigen Events. Dazu hat er halt noch die 30% Counter-Chance. Aber ich sag euch eins, wenn die Unit einen Easy A bekommt, die Unit wird ultra sexy werden. Aber sowas von sexy. Ich erwarte ganz, ganz Großes von der Unit. Ich freue mich auch darauf. Warum auch ich hier wieder die Unit so sehr mag, ihr könnt es euch quasi denken. Auch hier sein Link-Skill-Set ist einfach wunderschön. Prepared for Battle Shocking Speed. Ich liebe zwei Keylinks. Ein dritter Main Keylink, Saiyan Lineage. GT okay, wir haben einige gute GT-Charaktere hinzubekommen. Fierce Battle Saiyan, Raw Super Saiyan. Oh mein Gott, diese Units funktionieren einfach so gut. Das Problem ist halt nur, ja, er ist ein bisschen outdated. Er kriegt ziemlich aufs Fressbrett mittlerweile. Defense-technisch. Attack-technisch ist er immer noch okay. Ich wünsche mir trotzdem, dass hier ordentlich dran geschraubt wird noch bei der Unit.
gib dem von mir aus, ja, wenn ich übertreiben will, gib dem einfach 200% Attack and Defense. Aber ich schätze mal, so 150% Attack and Defense würde reichen. Und dann raise Attack and Defense bis zu 100%, desto mehr Leben man hat. Sowas in die Richtung würde ich fühlen. Und auf der Super Attack noch greatly raises Attack, dann wäre ich fein mit der Unit. Die Unit wäre tipptopp, meiner Meinung nach. Gut. Ja, das war's zu Super Saiyan 4 Full Power Goku. Gehen wir weiter zu der nächsten Unit. Meine Unit Nummer 3. Wer kann's erraten? Wer kann's nicht erraten? Meine Unit Nummer 3, Super Saiyan 4 Gogeta. Warum habe ich ihn nur auf Nummer 3? Zum einen ist es ein Super Saiyan 4 Gogeta. Das ist einer der Gogetas, die ich am wenigsten mag von allen Gogeta-Formen. Dennoch muss ich sagen, Super Saiyan 4 Gogeta, wer hätte es gedacht, hat ein super geiles Linkset. Ui. Ja, ich liebe auch hier wieder sein Linkset. Ich fange am besten damit mal an. Super Saiyan Kamehameha, Shocking Speed, Over the Flash, GT, Fuse Fighter, Fierce Battle. Er funktioniert wieder mit so vielen Units. Ich liebe es einfach, wenn eine Unit mit sehr, sehr vielen anderen gut harmonieren kann, selber für sich zuständig ist, also genügend Ki hat, genügend Schaden macht, genügend Defense hat, Standalone, und dafür steht quasi Super Saiyan 4 Gogeta. Für Super Saiyan 4 Gogeta habe ich ziemlich viele Stones gebraucht im Banner, als er rauskam. Ich glaube 1200 bis 1300 Stones waren es für die erste Kopie. War doch schon nicht ganz so geil, aber wahrscheinlich geht es noch im Vergleich zu anderen Leuten. Dann haben wir hier natürlich Typeneffektivität, was ich absolut abfeiere. Seinen hohen Schaden, Greatly Raises Attack and Defense auf der Super Attack für eine Runde. Er hat eine High Chance zu countern, die Super Attacks. Also er hat quasi alles, was eine gute Unit braucht. Sein Leader Skill, okay, der passt an sich. Bin ich aber nicht der größte Fan von, gibt coolere Leader Skills für mich. Mehr kann ich da quasi nicht sagen. Die Lust zu der Unit hat sich für mich... Also hat sich wieder aufgebaut, nachdem ich ihn für Janemba ECA benutzt habe und nachdem ich ihn mit zwei Dupes gepult habe. Jetzt mit dem Golden und Trunks Banner, da kam meine Lust auf jeden Fall wieder hervor. Meistens ist es so, wenn man einen Chef kassiert bei einer Unit, dann freut man sich nicht so sehr darauf. Aber ich muss doch schon sagen, die Unit, ich mag sie einfach. Die Animations sind sehr sexy, der Active Skill sieht super geil aus. Einer meiner Lieblingsunits, auch wenn es ein bisschen klassisch ist und viele Leute wahrscheinlich den auf den Top-Platzierungen haben in ihrer Liste. Für mich, naja, ist halt Gogeta. Was willst du sagen? Gogeta, der einen sehr, sehr gut harmoniert im Game. Sehr, sehr gut. Gehen wir weiter zu meiner Nummer 2. Meine Nummer 2. Ich frage mich, ob ihr es erraten könnt oder nicht. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich swappen würde oder nicht. Ich fand's... Okay. Machen wir das anders. Ich hätte Lust auf dich, auf Nummer 2. Du bist bei mir Nummer 2. Normalerweise hatte ich ihn davor auf Nummer 1. Und zwar Super Saiyan Trunks Kid und Super Saiyan Goten Kid. Sie haben den Leader Skill Gifted Warriors oder Kamehameha. Mit ihrem Leader Skill könnt ihr einfach so wunderschöne Teams bauen. Eines der Punkte, wo ich sagen würde, ja... Die Unit ist einer meiner Lieblings-TOS. Aber fragt nicht nur, weil sie absolut sexy sind und auch sehr gute hohe Attack-Stats haben können mit Support und, sondern auch ihr Leader-Skill. Ihr Team ist einfach cool gebaut. Ihr könnt so viele Optionen nehmen, Vegeta, Goku zusammen in ein Team werfen und. Und dazu kommt halt dann auch noch, ja, die Unit funktioniert relativ gut. Die Unit hat einen absolut sexy Active Skill. Ab Runde 3 könnt ihr alle Sachen dodgen mit der Unit in der Runde. Ihr könnt hohe Attack-Sets haben, bis zu 9 Millionen, bis zu 10 Millionen, 7, 8 Millionen im Durchschnitt, wenn ihr sie Rainbow habt. Ihr habt einen quasi Teil-Support in der Unit Super Attack. 30% Buff für eure Allies. Die Unit Super Attack ist cool zu triggern. Also, ja, sie ist einfach cool gestaltet. Die Animations sehen clean aus. Ich bin ein Goten-Fan. Deswegen habe ich ihn hier... soweit oben in der Liste. Auf Platz Nummer 2. Ich denke, dazu muss ich nicht viel sagen. Das einzig Schade an der Unit finde ich quasi, dass er nicht so ein geiles Linkset hat. Ja, ich weiß, ich mag Linksets sehr, sehr gerne. Ja, wie gesagt, das einzige Problem ist, er hat halt Prepared for Battle. Gut, und keinen weiteren Keylink. Das wäre das Einzige, was nicht nur ihm schadet, sondern vielleicht auch seinem Partner mitunter. Je nachdem, wie die Partner ausgestattet sind, fehlt halt ein Keylink. Hin und wieder mal. Das merkt man doch auch schon. Ich würde dennoch sagen, ja, ich bin sehr zufrieden so und würde dann auch zur letzten Unit übergehen. Mein Platz Nummer 1. Ihr habt mich häufiger mal gefragt im Stream, welche Unit ich am meisten mag. Und ja, hier habt ihr sie. Int Super Gogeta. Warum Int Super Gogeta? Die Unit wird
wahrscheinlich abgelöst werden demnächst, weil es mein Most Favorable TUR bzw. generell Unit im Game. Und zwar kommt Tech Super Gogeta LR in der Tanabata Celebration. Warum habe ich ihn Super Gogeta so weit oben? Es ist einfach, ich weiß nicht, ich glaube, es ist einfach Fanliebe. Super Gogeta ist meine absolute Favorite-Form von Gogeta an sich. Nach seinem Easy Egg wurde er auch wieder relevant. Er hat eine sehr, sehr coole Mechanik. Er raised Defense für eine Runde. Seine Defense ist nicht überragend. Seine Defense liegt so bei, ja, sagen wir mal, knapp 170, 180k Defense. Vielleicht ein bisschen mehr, plus minus. Und dazu kann er noch Attack Lawn für Super Battle Rode und Co. Aber er hat auch die garantierte Typeneffektivität. Kann mit verschiedenen Rainbow Orbs entweder dodgen, kriegt eine Attack Buff oder kann critten zu 50%. Also ich muss schon sagen, oh, und er hat noch eine Medium Chance zu dodgen, ganz wichtig. Ich muss sagen, das sind Punkte, das sind einfach Punkte, die eine Unit interessant gestalten, meiner Meinung nach. Eine interessante Passive, nichts Klassisches, aber trotzdem noch die stupiden Sachen beibehalten. Er hat für mich einfach gut balanced das Set, macht für mich Spaß zu spielen. Gogeta Units halt. Und natürlich, das Wichtigste darf nicht fehlen, sein Linkset. Golden Warrior Super Saiyan Prepared for Battle Over the Flash, Fierce Fighter, Extreme Fighter, Fierce Battle. Auch wieder wunderschönes Linkset. Er funktioniert mit so vielen Units gut. Ihr wirft ihn einfach ins Team rein und er funktioniert einfach. Er funktioniert einfach. Ich denke, viel muss ich dazu nicht mehr sagen. Seine Tech-Sets technisch sind solide. Sie sind nichts Außergewöhnliches. Sind auch nicht schlecht. Ich würde sagen, sie liegen so im Bereich Tech-Set technisch bei Hint Gogeta. Vielleicht ein bisschen drunter. 1 Million oder so. Also für mich eine der Units, die mir sehr, sehr viel Spaß macht, auch zu spielen. Ich bin froh, dass sie ein Easy A bekommen hat und sogar ein gutes Easy A. Man kann sie doch schon länger spielen. Übrigens, Int Gogeta ist besser als Easy A Ella Super Saiyan 2 Gohan. Das möchte ich nur mal so am Rande gesagt haben. Jetzt nicht mal als Favorable Unit oder sowas, sondern einfach Fact. Int Gogeta ist besser. So, aber gut, das wollte ich eigentlich gar nicht mit einbringen. Ich musste einfach noch ein bisschen Trash-Talken in dem Video. Ansonsten würde ich sagen, das war's von mir, Jungs und Mädels. Ich hoffe, euch hat die Top 5 gefallen. Wenn ihr mehr solcher Formate haben wollt, es kommt jetzt meine Top 5 am wenigsten gemochten TURs. Und ja, wenn ihr sonst noch was sehen wollt zu dem Format oder generell, schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Top 5 sind. Und ansonsten schaut dann nochmal in The Truth, der das ermöglicht hat. Ich mache auch nochmal den Link von The Truth in die Beschreibung zu den jeweiligen Videos oder generell. Und zu seinem Kanal, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, haut da rein.